Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Eucharistischer Kreuzweg. Kommt, beten wir Jesus an. Unseren König, der im Purpur seines Blutes jetzt seinen Kreuzweg beginnt. Kommt, folgen wir ihm auf seinem Weg. Mit innigster Liebe. Jesus Christus, der auf Golgotha am Thron seiner Liebe am Kreuz ausgespannt ist, um uns an sich zu ziehen. Kommt, wir beten ihn an. Um die Geheimnisse seiner Leiden und seines Todes zu betrachten. Kommt, wir wollen mit allen Engeln und Heiligen des Himmels sprechen. Heilig, heilig, heilig ist Gott. Herr der Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ewiger Vater, wir opfern dir auf die Leiden, den Todeskampf, den Kreuzestod deines eingeborenen Sohnes als Sühne für unsere Sünden. Jesus, unser göttlicher Erlöser, unsere Sünden waren Schuld an deinem Leiden und Tod. Am Vorabend deines bitteren Leidens hast du das heiligste Sakrament des Altars eingesetzt, um alle Zeit unter uns wohnen zu können. Deine Liebe konnte es nämlich nicht ertragen, dich von uns Menschen, die du so sehr liebst, trennen zu müssen. Einige Stunden später musstest du hören: Weg mit ihm, ans Kreuz mit ihm. Daher bitten wir dich im Namen aller Menschen, von tiefem Schmerz bewegt, um Erbarmen. Herr Jesus, denke daran, welch großen Lösepreis du für uns beim himmlischen Vater zahlen musstest. Lass die Seelen nicht verloren gehen, die du durch dein kostbares Blut erlöst hast. Herr Jesus, unser Erlöser, du hast im allerheiligsten Sakrament des Altars das Gedächtnis deines Leidens und Todes hinterlassen. Du wolltest, dass wir deinen Tod verkünden, so oft wir diese heiligen Geheimnisse feiern, bis du wiederkommen wirst in Herrlichkeit. Treu deinem Wunsche wollen wir deinen Kreuzweg betrachten und hier in deiner Gegenwart bedenken, dass du in diesem heiligen Sakrament, in demselben Leib, mit derselben Liebe und Demut anwesend bist, wie einst am Kreuz. Und du, unsere himmlische Mutter, die du in diesem heiligsten Sakrament deinen göttlichen Sohn genauso anbetest und liebst wie einst am Kreuze, komm uns zu Hilfe, damit wir diese Sühnekreuzweg-Andacht mit dir in würdiger Weise begehen. Wir vereinigen uns mit den Anliegen Jesu und Mariens, um die von der Heiligen Kirche angebotenen Ablässe zu gewinnen. Ihr heiligen Schutzengel und ihr Schutzheiligen unserer Kirche, sowie alle Heiligen, behütet und beschützet uns. Erste Station. Jesus wird von Pilatus zum Tode verurteilt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Herr Jesus, gerechter Richter aller Lebenden und Toten, du wirst von den Hohepriestern, Richtern und auch vom Volk ganz unschuldig verurteilt. Wüssten sie, dass du einst auf den Wolken des Himmels in großer Macht und Herrlichkeit wiederkommen wirst,
um die Welt zu richten, so würden sie dich gewiss zitternd anbeten. Du aber schweigst und willst unschuldig verurteilt werden, damit wir am Tage des Gerichtes, wenn wir dein gerechtes Urteil hören, uns nicht stumm von dir entfernen müssen. Du hast uns das Unterpfand deiner unendlichen Liebe hinterlassen und reichst uns jetzt und in der Stunde unseres Todes deinen heiligen Leib, dein heiliges Blut, damit wir zur Erlangung der ewigen Glückseligkeit eine Gewissheit haben. Erbarme dich unser, o Jesus, erbarme dich unser. Durch die Verdienste deiner Leiden, erbarme dich unser. Schmerzhafte Mutter Gottes, Königin der Welt, bete mit uns. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser. Und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Amen. Zweite Station. Jesus nimmt das schwere Kreuz auf seine Schultern. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Liebster Jesus, du kennst schon im Voraus die schrecklichen Qualen und Schmähungen, die du am Kreuze erdulden musst. Dennoch streckst du deine Hände sehnsuchtsvoll nach dem Kreuz aus, weil dieses Kreuz ein Mittel sein soll, um damit jene zu retten, die dich misshandeln. Die Liebe deines heiligsten Herzens ist größer als die Todesangst. Bevor man dir das Kreuz bringt, welches dir die Bosheit der Menschen auferlegt, willst du dir ein ganz anderes Kreuz vorbereiten. Mein Herr, du weißt, dass gegen die verborgenen Geheimnisse des allerheiligsten Altarsakramentes ein Meer von Beschimpfungen auf dich niederprasseln. Du weißt, dass am Altar unter der Gestalt der heiligen Hostie die bösen Menschen deiner verborgenen und unendlichen Liebe fortlaufend einen Karfreitag zimmern werden. Trotzdem bleibst du gerne mitten unter uns im geheimnisvollen Leibe und nimmst auch dieses Kreuz auf dich bis zum Ende der Welt. Wir preisen dich deiner Geduld, mit der du alles erträgst. Gib, dass wir dich in diesem heiligen Geheimnis immer tiefer erkennen und immer mehr lieben. Erbarme dich unser, o Jesus, erbarme dich unser. Durch die Verdienste deiner Leiden erbarme dich unser. Schmerzhafte Mutter Gottes, Königin der Welt, bete mit uns. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir.
Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser. Und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Amen. Dritte Station. Jesus fällt zum ersten Mal unter der Last des Kreuzes. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Allmächtiger Herr Jesus, die Himmel verkünden deine Herrlichkeit. Du herrschest über die Cherubime. In deiner Hand ist das Weltall wie ein Tautropfen. Aber du verbirgst deine Allmacht und fällst unter der Last des Kreuzes. So büßest du meinen Stolz und Ungehorsam. Auch in der heiligen Hostie gehst du so mit deiner unendlichen Macht um. Von hier aus regierst du Himmel und Erde und leitest das Schicksal der Menschen, aber du scheinst unbeweglich zu sein. Du unterwirfst dich deiner Diener und lieferst dich sogar dem Willen deiner vom satanischen Hass erfüllten Feinde aus, damit wir ohne Angst zu dir kommen können. So erlernen wir von dir die wahre Demut. Verzeihe uns unsere große Sünde, indem wir immer jemand sein wollen, höher gestellt als unsere Mitmenschen. Erbarme dich unser, o Jesus, erbarme dich unser. Durch die Verdienste deiner Leiden, erbarme dich unser. Schmerzhafte Mutter Gottes, Königin der Welt, bete mit uns. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser. Und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Amen. Amen. Vierte Station. Jesus begegnet seiner betrübten Mutter. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Wunderbare Mutter vom eingeborenen Sohne des himmlischen Vaters. Du gabst dich nicht damit zufrieden, die leidvollen jungen Jahre seines göttlichen Sohnes voller Gefahren mit ihm zu teilen. Du bist ihm auch am Ende auf seinem bittersten letzten Kreuzweg gefolgt. Die schrecklichen Leiden deines mütterlichen Herzens, vereint mit dem Schmerzen deines göttlichen Sohnes, hast du schon damals für uns, für mich, dem himmlischen Vater aufgeopfert. Vereint mit deinem im allerheiligsten Altarsakrament innewohnenden Jesus hältst du auch heute, wie einst unter dem Kreuze, die Rettung der Seelen für das Wichtigste.
Nimm an unseren Dank, unsere Liebe und erhöre unsere flehentlichen Bitten, du unsere schmerzvolle, trauernde Jungfrau-Mutter. Erbarme dich unser, o Jesus, erbarme dich unser. Durch die Verdienste deiner Leiden, erbarme dich unser. Schmerzhafte Mutter Gottes, Königin der Welt, bete mit uns. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser. Und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Amen. Amen. Fünfte Station. Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Kreuztragender Jesus, hohes Fieber schwächt deinen Körper und deine Last wird unerträglich. Du fällst unter der Last beinahe hin. Damit du nicht vorzeitig sterben und der Schmach der Kreuzigung entgehen kannst, zwingt die menschliche Bosheit einen Heiden dazu, die Last des Kreuzes mit dir zu tragen. Aus der Menge deines Volkes findet sich niemand, der dir zur Hilfe eilt. Verachtet wirst du, die ganze Schar der Engel steht dir zur Verfügung. Aber du leidest ja für die Menschen. Deshalb willst du, dass eben Menschen dir das schwere Kreuz tragen helfen, durch ihre treue Liebe und Opferbereitschaft. Sei uns barmherzig, o Jesus. Verzeihe unsere Nachlässigkeit, indem wir dir die Hilfe verweigerten. Erbarme dich unser, o Jesus, erbarme dich unser. Durch die Verdienste deiner Leiden, erbarme dich unser. Schmerzhafte Mutter Gottes, Königin der Welt, bete mit uns. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser. Und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Amen. Sechste Station. Veronika reicht Jesus das Schweißtuch. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst.
Die göttliche Schönheit jenes Antlitzes, dessen Betrachtung die Wonne der Engel ist, hat die menschliche Bosheit entstellt. Deinen Engeln ließest du nicht zu, dein Antlitz von Blut und Kot abzutrocknen. Aber die Dienstbereitschaft der Veronika nimmst du dankbar und mit Freuden an. Was menschliche Bosheit beschmutzte, sollte menschliches Mitleid wieder rein machen. Du wendest dich jetzt wieder an die Menschen. Veronika-Seelen werden gebraucht, die dir für die unentwegten Beleidigungen in unserer Zeit Sühne leisten. Gib uns, Herr, von deiner Liebe, aber so viel, dass sie überströme, dass sie ohne Wahl alle Brüder und Schwestern in ihr Herz aufnimmt, damit wir auch in ihrem Namen und an ihrer Statt dich anbeten und Sühne leisten. Erbarme dich unser, o Jesus, erbarme dich unser. Durch die Verdienste deiner Leiden erbarme dich unser. Schmerzhafte Mutter Gottes, Königin der Welt, bete mit uns. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser. Und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Amen. Siebente Station. Jesus fällt zum zweiten Mal unter der Last des Kreuzes. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Jesus, du Erwartung aller Völker, mit höchster Ehre sollten dich alle Fürsten und Völker empfangen. Stattdessen verweist man dich aus der Stadt, aber nicht in glanzvoller Bekleidung, sondern von einer Flut von Spott und Hohn begleitet. Und du stürzt beim Ausgang der Stadt. Auch im Geheimnis des Altares wäre zu erwarten, dass Fürsten und Volk sich vor dir niederwerfen und dir huldigen. Dagegen wurdest du infolge falscher Irrlehre aus vielen Kirchen verwiesen und an noch übrig gebliebenen Orten wirst du von den Deinen verlassen, ja, sogar vom Heiligtum ihrer Herzen ausgeschlossen. Von ganzem Herzen bereuen wir unsere Versäumnisse, da wir dir im Allerheiligsten Sakrament keinen Besuch widmeten, dich außer Acht ließen und für dich tagsüber keine Zeit aufgebracht haben. Erbarme dich unser, o Jesus, erbarme dich unser. Durch die Verdienste deiner Leiden, erbarme dich unser. Schmerzhafte Mutter Gottes, Königin der Welt, bete mit uns. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser. Und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Amen. Achte Station. Jesus begegnet den weinenden Frauen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Barmherziger Jesus, du rufst sogar die frommen Frauen zur Buße auf, die Mitleid mit dir hatten. Um wie viel mehr müssen wir Sünder wirksame Buße tun, die wir seit dem Gebrauch unserer Vernunft dich ununterbrochen beleidigten? Du, unser im allerheiligsten Sakrament wohnender Gott, aus ganzem Herzen bereuen wir unsere Sünden, die wir oder andere gegen das Sakrament deiner Liebe begangen haben. Die Ehrfurchtslosigkeit vor deiner eucharistischen Gegenwart, das ehrfurchtslose Nennen deiner Sakramentes der Liebe, die Versäumnisse der heiligen Messen, das sorglose und ehrfurchtslose Vorbeigehen an den Gotteshäusern aller nachlässigen Kniebeugen und Bekreuzigungen. Gib uns, Herr, die Gnade, dass wir fortan während der heiligen Messe immer auf dich und dein Kreuzesopfer achten, auf dein für uns vergossenes Blut, womit du uns gerettet hast. Erbarme dich unser, o Jesus, erbarme dich unser. Durch die Verdienste deiner Leiden, erbarme dich unser. Schmerzhafte Mutter Gottes, Königin der Welt, bete mit uns. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser. Und hilf dem armen Seelen im Fegefeuer. Amen. Neunte Station. Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Mein Jesus, auf deinen Namen hin werden einst Himmel und Erde sowie die Unterwelt in die Knie gehen. Und jetzt fällst du zum dritten Mal unter der Last des Kreuzes. Bei deinen Peinigern ist keine Spur des Mitleids. Du wirst diese Verdemütigung erleiden, um auch den am tiefsten gesunkene Sünder emporzuheben. Am Ende der Zeiten, wenn der Mann der Sünde erscheinen wird, der alles Göttliche angreift, dann wirst du mit so viel Schmach überhäuft werden, wie die Menschen desgleichen noch niemals erlebt haben. Aber auch dann wirst du treu im allerheiligsten Sakrament unter uns bleiben, zum Troste der Deinen. Herr Jesus, wir bitten dich, erhalte auch in den schwersten Zeiten und Lagen unsere Treue und Liebe zu dir.
Erbarme dich unser, o Jesus, erbarme dich unser. Durch die Verdienste deiner Leiden erbarme dich unser. Schmerzhafte Mutter Gottes, Königin der Welt, bete mit uns. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser. Und hilf dem armen Seelen im Fegefeuer. Amen. Amen. Zehnte Station. Jesus wird seiner Kleider beraubt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Mein Jesus, alles hat man dir weggenommen. Du stehst sogar deiner Kleider beraubt und von Wunden bedeckt vor der spottenden Menge. Mein Jesus, auch in der heiligen Hostie beraubst du dich äußeren Glanzes und gibst dich mit jenem Schmuck zufrieden, mit dem dich die Liebe der Gläubigen ziert. Auch heute verschmähen und plündern frevlerische Hände dich und deine Kirchen. Die Bosheit der Menschen hört auch heute nicht auf mit den furchtbaren Sünden gegen das Altarsakrament. Verzeihe unsere Sünden, barmherziger Jesus. Beachte die schändliche Macht des Bösen und unsere menschliche Schwachheit. Rette die Seelen. Erbarme dich unser, o Jesus, erbarme dich unser. Durch die Verdienste deiner Leiden erbarme dich unser. Schmerzhafte Mutter Gottes, Königin der Welt, bete mit uns. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser. Und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Amen. Elfte Station. Jesus wird ans Kreuz genagelt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Jesus, unser Hohepriester, du steigst jetzt auf den Altar des Kreuzes. Deine Hände breitest du aus, um die ganze Menschheit zu umarmen.
In dieser flehentlichen priesterlichen Haltung lässt du dich am Kreuze ausstrecken. Du opferst die entsetzlichen Schmerzen deiner Glieder und die schrecklichen Qualen deiner Seele für alle Sünden des Leibes und der Seele auf. Jesus, unser Hohepriester, nach der Ordnung Melchisedeks, du erneuerst täglich an den vieltausenden Altären dasselbe Opfer, das du einst am Kreuze dargebracht hast. Im heiligen Messopfer hängst du geheimnisvoll am Kreuze und bewirkst in einem einzigen Augenblick mehr als alle Geschöpfe insgesamt imstande wären. Auch hier zeigst du dieselbe Liebe und Demut, denselben Gehorsam wie am Kreuze. Dich hat man auf das Kreuz gelegt und angenagelt. Wenn wir uns über die uns zugelegten Beleidigungen entrüsten, so bitten wir dich, erinnere uns daran, dass du dich nicht beklagt, sondern vielmehr für deine Henker gebetet hast. Erbarme dich unser, o Jesus, erbarme dich unser. Durch die Verdienste deiner Leiden, erbarme dich unser. Schmerzhafte Mutter Gottes, Königin der Welt, bete mit uns. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser. Und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Amen. 12. Station. Jesus stirbt am Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Herr Jesus Christus, du siehst am Kreuze hängend auch die Schmerzen deiner unbefleckten Mutter. Was hast du getan? Du hast für uns beim himmlischen Vater um Verzeihung gebeten und uns entschuldigt und verteidigt. Vater, verzeih ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Barmherziger Jesus, du ewiger Hohepriester, bitte jetzt auch für uns. Du erneuerst in der heiligen Messe dein Opfer. Und wie viele, für die du es immer wieder darbringst, vernachlässigen das heilige Messopfer. Wir schenken dem Altar der Liebe keine Achtung. Wir wissen wahrlich nicht, was wir tun. Verzeihe uns all dies. Schau nicht auf unseren Undank. Erbarme dich unser, o Jesus, erbarme dich unser. Durch die Verdienste deiner Leiden, erbarme dich unser. Schmerzhafte Mutter Gottes, Königin der Welt, bete mit uns. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gekreuzigter Jesus Christus, erbarme dich unser. Und hilf den Armseelen im Fegefeuer. Amen. 13. Station. Jesus wird in den Schoß seiner Mutter gelegt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. O Maria, Mutter der Schmerzen und unsere Mutter, du hast sehr geliebt und auch viel gelitten. Auch du hast in deinem Herzen den Schmerz des Lanzenstiches gefühlt, als du den erkalteten Leib deines Sohnes Jesus in deinen Schoß aufnahmest. Wie groß musste dein Schmerz sein, als du den verwundeten Leib deines Kindes sahst. Mutter Gottes, erflehe uns die Gnade, dass wir den heiligen Leib unseres Herrn Jesus allzeit in würdiger Vorbereitung empfangen. Erbarme dich unser, o Jesus, erbarme dich unser. Durch die Verdienste deiner Leiden, erbarme dich unser. Schmerzhafte Mutter Gottes, Königin der Welt, bete mit uns. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünde und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser. Und hilf den Armseelen im Fegefeuer. Amen. Vierzehnte Station. Jesus wird ins Grab gelegt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Jesus, Herr des Lebens, dein Leib ruhte unbewegt im Grabe. Dennoch war er mit deiner Gottheit vereint. Deine Seele, für uns so anbetungswürdig, setzte das Werk deiner Liebe fort. Sie suchte die nach Befreiung schmachtenden Seelen in der Vorhölle auf. Im Sakrament deiner Liebe flehst und kämpfst du, unser Erlöser, auch weiterhin für uns, beim himmlischen Vater, bis ans Ende der Welt. Darum wenden wir uns an dich, an dein gütiges Herz, das voller Erbarmen ist, um von dir deinem Segen für unsere Arbeit zu erbitten. Darin ist unsere Kraft und das Geheimnis unserer Erhörung. Ist Gott für uns, wer ist dann gegen uns? Wenn du das Haus nicht baust, mühen sich die Bauleute vergebens. Ohne dich können wir nichts tun. Und du, Mutter, des im allerheiligsten Sakrament verborgenen Jesus, erbitte für uns die Gnade, dass wir fortan nur für deinen Sohn leben und sterben. Ja, für ihn, der in diesem Sakrament gegenwärtig ist. Denn er ist unser Anfang, unser Ziel und unser ewiger Lohn. Erbarme dich unser, o Jesus, erbarme dich unser. Durch die Verdienste deiner Leiden, erbarme dich unser. Schmerzhafte Mutter Gottes, Königin der Welt,
Bete mit uns. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser. Und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Amen. Wir beten nach der Meinung des Heiligen Vaters, um den vollkommenen Ablass zu gewinnen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder. Und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser. Und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Im Amen. Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Amen.